En leeft. Ze heeft dacht, oh, overdampt. Ik merk, dat hinder mir een Verfolgungsjagd stark gefunden hat. Oh. Leider nicht mehr. Geht sie? Ja, trinkt noch ins Wasser. Er bringt sie ins Wasser, gut. Nicht. Das ist mir scheiße gleich. Ich bin gewickelt. Ich habe mein Leben. Ich habe so, schöne Frauen. Gut sie. Nicht zu viel. Ich muss ja noch fahren heute. Gelustet sie, ja. Das ist doch schon gut. Gut getroffen. Wirklich. Er ist doch schuld an denen. Wächst mir schnell einen. Jetzt brauche ich aber. Ui. Ein Tüchli. Ein Lumpen. Toilette. Schön, hast du nicht gemerkt, dass die Toilette perfekt ist? Ja, du! Die Toilette ist perfekt, steht auf dem Zettel. Ja, das sind doch sie auf dem Zettel, nicht wahr? Jetzt hast du die Lampion zu weit drüber, du Sauhund. Das ist auch defekt. Ja, das ist vom Defekt, Master Bitches. Ja. Oh mein Gott. Ja, jetzt sind sie auch noch defekt. Gute Nacht. Ja, das bin ich. Maske ist weg. Schieben wir da unser Nimmerli oder im WC? Ja, das ist deine Entscheidung. Geh's auch heute. Ja. Oh, schlägt direkt das Kapitel. Aufmachen, ja. Hey, was machst du nur da, Fritz? Wir kennen uns da. Ja, weißt du, mal in der dritten Klasse einen von ihnen bumsen? Ja. Ich noch nie mögen vergelten. Ja, das heißt, ja. Schau jetzt, da, ich gebe dir meine Nattennummer. Nicht? Ja, genau, das ist der Fritzl. Ja, ich habe noch zwei Kinder im Keller. Genau. 39. Was? Polizei? Entschuldigung, ist Polizei. Moment, was? Schon wieder? Ja, die Blumen sind für dich. Das glaube ich nicht. Also, Fritzl, genau. Ja, genau, von Gewaltig. Genau, Pedro. Ja, das ist. Okay. Es ist doch unnötig, dass du hier telefonierst. Ja? Ich weiss. Ja, aber ich meine, du, oder? In der dritten Klasse haben wir uns mal gebumst. Ja, jetzt habe ich dir doch einen Heiratsantrag machen da, mit diesen Blumen. Was? Sicher nicht. Du weißt doch, mal, es klappt nie. Wir sind nicht gay. Oder? Und. Also, wenn es dir nicht macht, dann geh ich mal in die Pizzeria. Ja, das ist nicht gut. Mach dort weiter. Sowieso, ich meine, so und ich, klappt niemals. Ja, und du hast auch noch ein Kind im Keller, oder? Sag ja, du musst auch mal die Tür pimpern. Ja, sag ich. Ja, sorry. Pimpern. Ciao. Ja, la mobile. Nö, nicht so ruhig. Ja, grande, Mars, grande Spalietto. Habe ich dir nicht gerade die Stimme des alten Hoppers gehört? Wir wollen starten, danke. Ja. Du bist der alte Knabe, setz dich hin und rutsch dir den Teller frei. Maestro, was wolltest du mir berichten von deinen alten Geschichten? Ich bin nicht mehr der Maestro. Seit 30 Jahren habe ich mir den Titel verschissen. Das finde ich jetzt nicht so ideal für dich, weil du bist ja der Meister. Ja, ich weiß. Letztes Mal hat mir ein Freund gesagt. Ja, du, was deine Freunde dir sagen, ist mir gleich. Ich soll Protagonist heißen. Protagonist ist der Name. Ja, Protagonist, das sind doch die, die. So Protagonist ist der Name des Antagonisten. Weißt du, als ich das erste Mal gesehen habe. Toni, sei ruhig. Dann. Fleisch aufs Herz. Mag ich mich noch erinnern, da hast du mir drauf gegeben. Ja, du bist doch ein armer Freund. Und ich habe dir ja angeschoben. Ja, du bist der dümmste Idiot, der mir immer mitgelaufen ist. Ja, du, mit diesem Gewehr. Ja. Mit diesem Gewehr bist du Pornodarsteller. Was? Mit dir spielt noch eine andere. Mit schlechter Location. Hey. Shit, bitch. Ich hab noch Zeit gehabt. Post heimgeschickt und nicht in die Zugehörige. Gott, verdammt sich mal. Jetzt sage ich das mal von dem Internetbanking. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns dann in 300 Tagen Bier in der Post. Und wenn Sie noch etwas zu wollen haben, dann rufen Sie
Ja, ich sage Ihnen zum letzten noch eins. Paranoid, ich bin paranoid. Mich verfolgen Sie, Sie. Es kommt mir so vor, hat die Schlagrahmen im Gesicht. Ich sehe die Leute, die mit mir telefonieren. Ich bin paranoid. Es stimmt nicht mehr. Sag jetzt zum letzten Mal. Wenn man einen Schein, einen ins Gesicht wächst, wie vorher. Ich kann einen haben. Ins Gesicht wächst? Ich bin vulgär. Sie, pure Horn von einem Schnitzel an Antoni. Schnitzel? Ja, das habe ich letztes Jahr auch gehört. Ich habe einen Film geschaut, Bruno. Da hat mir nachher einen so einen Gurken hinter ihnen gesetzt. Also Bruno, was reden Sie? Ich rede vom Internetbanking. Gott verdammt, ich sehe mal. Hat sie eigentlich irgendeine Tomate in den Ohren? Ich komme jetzt zu Ihnen, zu der Telefonleitung und mache Warte so! Aus Ihrer Hand! So! Marcosa, hätte ich gesagt, gut. Ja, wir wollen jetzt nichts diskutieren. Wir haben jetzt die letzte Mal die Abmachung getroffen. Noch eine ist, und Sie wollen einen, wie zu Hitlers Zeiten, okay? Und wenn Sie es nicht mehr akzeptieren, dann komme ich heim und schlage einen Bärenfutsch. Oh.